Also hallo, ich bin der Julian Schmidt und ich bin Abgeordneter im Parlament. Ich komme ursprünglich aus Kärnten und bin dann fürs Studium nach Wien gekommen. Genau, und bin jetzt jüngster Abgeordneter im Parlament. Ich kandidiere für die Grünen. Ich bin politisch aktiv geworden in Kärnten. Damals war der Jörg Haider von der FPÖ Landeshauptmann. Deshalb war es für mich ganz klar, zu den Grünen zu gehen, weil die Grünen für ein ganz anderes Weltbild stehen. Eben für Toleranz, für Respekt, für Zusammenhalt und nicht dieses Gegeneinander ausspielen. Und das hat mir sehr getaugt. Ich bin bei den Grünen, weil mir eben ihre Themen immer total angesprochen haben. Also jetzt sagen wir einmal grundsätzlich den Gedanken, dass wir eigentlich über gar kein politisches Thema reden müssen, wenn wir es nicht schaffen, unseren Planeten zu schützen. Ja, und unsere sozusagen den Ast absägen, auf dem wir sitzen. Also dass wir das schaffen müssen, das hat mich immer, habe ich ganz wichtig gefunden. Ich war eben auch in der Schülervertretung in Kärnten, war Landesschulsprecher. Deshalb Bildungspolitik auch immer ganz wichtig. Genau. Respekt, Toleranz, Gleichberechtigung von Mann und Frau, Europa, Gerechtigkeit. Ja, das habe ich alles bei den Grünen gefunden. Also ich glaube, da gehört vieles verändert, weil die Politik ist im Moment immer so, dass sie maximal an die nächste Wahl denkt. Das ist leider echt ein Problem und nicht an die kommenden 20, 30 Jahre, was uns dann voll betrifft. Also das heißt, ich würde einmal erstens Umweltschutz, also wir müssen den Klimavertrag ernst nehmen, wir müssen echten Klimaschutz machen, weil sonst haben wir ein Problem, nämlich ein globales. Der zweite Punkt ist, die Wohnkosten sind extrem raufgegangen in den letzten Jahren, gerade bei Jungen explodiert. Also wir brauchen wirklich Obergrenzen für Mieten. Das wäre unser Vorschlag für Wien, 7,50 Euro pro Quadratmeter. Also da braucht es wirklich viel strengere Gesetze als im Moment und ich habe auch im Parlament sehr viel dafür gemacht. Drittens finde ich, dürfen wir uns von diesen ganzen Nationalisten Europa nicht kaputt machen lassen, weil alle großen Zukunftsfragen, eben Klimawandel, Arbeitswelt, Wirtschaft, Digitalisierung, das ist alles, das lässt sich nur europäisch lösen. Deshalb brauchen wir ein viel stärkeres Europa als heute. Ja, viel stärkeres europäisches Parlament und dafür will ich mich einsetzen. Ja, und der vierte Punkt wäre Bildungspolitik. Genau, also da braucht es einfach Reformen. Also das wichtigste politische Ziel von uns Grünen ist Weltrettung, weil jede politische Frage können wir eigentlich vergessen, wenn wir eben den Ast absägen, auf dem wir sitzen. Das heißt, wir müssen echt endlich konsequente Klimaschutzpolitik machen. Also das heißt, wegkommen zum Beispiel von Diesel- und Benzinmotoren hin zu leistbaren öffentlichen Verkehrsmitteln für junge Menschen. Wir brauchen keine dritte Flughafenpiste in Wien, wir brauchen mehr biologische Landwirtschaft und nicht große Agrarindustrie, die Gentechnik verwendet und den Regenwald abholzt. Also wir brauchen da echt eine fundamentale Wende, weil ohne dem können wir alles andere vergessen. Österreich in 10 Jahren ist auf jeden Fall ein starkes Mitglied der Europäischen Union. Also das heißt, und auch, dass die Europäische Union wesentlich mehr Rechte hat. Also das heißt, dass es immer starkes europäisches Parlament gibt und die Dinge, diese ganzen Probleme, die wir im Moment haben, von eben Klima, wirtschaftspolitisch, arbeitsmarktpolitisch, Gerechtigkeit, Migration, dass das viel mehr auf europäischer Ebene gelöst wird. Alles andere, jeder Politiker, jede Politikerin, die euch was anderes sagt, als dass die Dinge nur mit Europa gelöst werden können, der lügt euch an. Meine Partei kann man wählen, weil ihr euch einfach auf uns verlassen könnt. Also ich bin bei den Grünen zum Beispiel, weil wir uns nicht vor jeder Wahl neu überlegen, was sind jetzt unsere Programme, was ist unsere Idee, wie positionieren wir uns, sondern ihr habt immer gewusst, wofür wir stehen. Also das heißt Umweltschutz, Gerechtigkeit, Gleichberechtigung von Mann und Frau. Ja, und das aber mit allen Konsequenzen und wir streiten dafür. Und manchmal werden wir deshalb auch angegriffen, weil wir eben Positionen und Anliegen haben, aber wir stehen dazu. Es können ein paar Dinge verändert und wir wollen das auch. Mir geht es überhaupt nicht um eine Vorzugsstimme. Ich will, dass ihr die Grünen wählt. Ich finde, das ist wahnsinnig wichtig, weil Vorzugsstimmen in dem System jetzt leider viel zu wenig Wirkung haben. Genau. Ich freue mich, wenn ihr mir eine Vorzugsstimme gebt, weil ich
halte mich für einen guten Kandidaten, eben um gerade die Interessen von Jungen im Parlament zu vertreten. Aber wie gesagt, Grün wählen ist das Wichtigste. In drei Worten, okay. Also ich würde sagen, ich bin unerschrocken, eher zuversichtlich und humorvoll. Unerschrocken, zuversichtlich und humorvoll. Naja, und konsequent auch noch dazu. Also warum genau der Nationalrat? Ich finde jede politische Ebene sehr wichtig, aber es sind einfach die Dinge, die mir jetzt antreiben, sind auf der nationalen Ebene am besten lösbar. Ja? Also eben die Frage, zum Beispiel, wenn wir jetzt hernehmen Mieten, da ist ganz wichtig, dass das Mietrecht verändert wird, eben dass es Mietobergrenzen gibt, dass die Maklergebühren für Mieterinnen und Mieter abgeschafft werden. Das sind alles Dinge, das ist eine bundesgesetzliche Frage. Bildungspolitik, bundesgesetzlich. Die großen Klimaschutzmaßnahmen, zum Beispiel Steuerpolitik bei Diesel und Benzin und so weiter und der öffentliche Verkehr, da ist ganz viel Bundespolitik. Ja, oder auch die Frage, ob wir ein starkes Mitglied in der Europäischen Union sein. Das wird leider nicht regional entschieden, sondern bundespolitisch. Ich bin hauptberuflich Politiker, genau. Also ich bin Abgeordneter im Parlament und mache das mit 100%. Die größte Baustelle im Bildungssystem ist, dass noch so altes Denken vorherrscht, also dass Schulen so organisiert sind wie vor 200 Jahren, so als Art Fabriken. Ja? Also das heißt, 50-Minuten-Einheiten, ein Lehrer Frontalunterricht oder Lehrerin, dann weiß nicht, du wirst Fächer unterrichtet, ja, also das ist alles ziemlich veraltet in Wirklichkeit. Und ich finde, dass die größte Baustelle ist, dass wir es individualisieren. Also dass es um jede Schülerin und jeden Schüler wirklich auch einzeln geht und jeder gefördert wird nach seinen Talenten und nach seinen Schwächen. Und weil das System, wie wir jetzt haben, macht zum Beispiel, dass wirklich Jugendliche, die zum Beispiel aus ärmeren Haushalten kommen oder von Eltern, die ihn nicht so gut unterstützen können, die Jugendlichen oft aus der Schule rausfliegen und kaum eine Chance, zum Beispiel in der Arbeitswelt haben. Genau, und deshalb Individualisierung finde ich ganz wichtig. Ich war ein gutes Mittelfeld. Solide. Eine Schule, die nicht die dauernd für deine Schwächen bestraft, sondern die dazu bringt, deine Talente zu entdecken und die fördert. Also, und da wirklich jedem Jugendlichen wirklich mehrere Chancen gibt. Naja, also in der Schule, eine peinlichste Geschichte war, dass ich habe so, in Kärnten nennt man es Balanka, im restlichen Österreich nennt man es Tischfußball. Da habe ich ein Turnier organisiert in der letzten Schulwoche für die Oberstufe. Und dann, glaube ich, waren 150 Oberstufenschülerinnen und Schüler bei dem Turnier und haben mitgemacht. Und dann bin ich irgendwann mal draufgekommen, ich habe keinen einzigen Lehrer und keine Lehrerin davon informiert. Ja, das hat mir dementsprechend viel Stress eingebracht und sich negativ auf meine Betragungsnote damals ausgewirkt. Ja. Was übrigens nicht sein darf. Ja. Man darf eigentlich keine negative Betragungsnote kriegen wegen Aktivitäten, die du als Schulsprecher machst. Ja. Aber okay. Ja, ich habe einmal geschummelt bei einem Geschichtetest. Das ist natürlich sofort aufgeflogen und habe den Test wiederholen können. Der war 10-mal so arg wie der erste Test und ich bin voll eingefahren. Ja. Hat sich nicht ausgezahlt. nicht schummeln. Es war keine Lehrperson von mir, aber es war der Direktor von meiner Schule, der Herr Finnenig, und der ist vor kurzem gestorben. Und leider vor ein paar Wochen. Und ich muss sagen, ich habe ihn als Direktor sehr geschätzt, weil er uns in der Schülervertretung und mir eben, also ich war 3 Jahre Schulsprecher und er hat mir wirklich in Wirklichkeit alle Freiheiten gegeben.
die möglich waren. Manchmal vielleicht sogar fast zu viele Freiheiten. Ich würde sagen, kochen. Voll, ich koche extrem gern. Jetzt, wenn man mich fragen müsste, was der beste Film aller Zeiten, dann würde ich sagen, es ist Der große Diktator von Charlie Chaplin. Allein wegen der Zeit. Also es war wirklich visionär und in der richtigen Zeit. Und das zeigt auch, dass man sogar in schwierigen Zeiten sogar mit Humor echt schwere Themen bearbeiten kann. Ja, ich meine, klar, Harry Potter-Reihe habe ich verschlungen. Das Einzige, was teurer ist als Bildung, ist keine Bildung. Genau. Das kann ich eigentlich nicht sagen. Ich bin ehrlich gesagt beides, je nachdem, wie es ankommt. Wenn ich länger aufbleibe, muss ich länger schlafen und so weiter. Jetzt im Moment schlafe ich einfach kaum. Danke, Ende der Durchsage. Wahlkampf. Ich will nach Großbritannien ohne Pass. Also nehmen Sie diesen verdammten Brexit wieder zurück. Naja, Van der Bellen hat einmal gesagt, er wird immer mit dem HC Strache irgendwas machen, weil der Welt kann er kein Blödsinn machen. Das finde ich eigentlich ganz geil. Nein, ich glaube, ich würde mit Bernie Sanders würde ich ganz gerne mal reden. Ja. Ich habe jetzt eigentlich kein direktes politisches Vorbild, sondern eher, keine Ahnung, also Personen, die mich so beeindrucken. Also ich würde jetzt zum Beispiel, denke ich manchmal so an die Geschwister Scholl, die in einer Zeit politisch aktiv waren, wie ich es mir gar nicht vorstellen kann, weil ich zum Beispiel, ich tue mir relativ leicht, ich kann jetzt meine Meinung sagen und kriege keine Probleme. Und das sind echt zwei junge Menschen, die dafür gestorben sind im Nationalsozialismus, dass sie ihre Meinung gehabt haben. Ja. Also die erinnern mich eher daran, dass man sehr dankbar sein muss. Und ich weiß nicht, wie ich in ihrer Situation gehandelt hätte. Sage ich auch ganz offen. Ja, es gibt sicher welche, die sind politikverdrossen. Ich glaube aber, dass unsere Generation eher ein bisschen so verdrossen ist gegenüber diesen ganzen alten politischen Ritualen. Also ich merke das, wenn zum Beispiel Schulklassen im Parlament zuschauen und so, ja, wie sich da manchmal die Schimpfwörter gegenseitig auf den Kopf geworfen werden. Ich glaube, das junge Menschen, glaube ich, wollen eher Output sehen von der Politik und nicht nur diskutieren. Genau, also diese alten Rituale, glaube ich, lehnen sehr viele ab. Und was ich aber merke, ist, dass sich schon sehr viele Junge für Politik interessieren. Also das habe ich überall, bei jeder Schuldiskussion, im ganzen Wahlkampf, überall. Also hohes Interesse an Themen. Ja? Von Mieten, Umwelt, genau, Gerechtigkeit, kommt ganz viel. Erstens einmal natürlich, dass ihr wählen geht am 15. Oktober. Das ist nicht irgendwas, was man einfach sozusagen liegen lassen soll, diese Stimme. Sondern ich glaube, das sollte man sich ganz genau überlegen, weil ihr habt in unserem jetzigen demokratischen System, habt ihr nur jetzt die Möglichkeit, einmal für 5 Jahre den Nationalrat zu wählen. Und das ist eine totale Richtungsentscheidung für Österreich, wohin wir gehen. Ja? Und auf uns Grüne könnt ihr euch verlassen. Ich hoffe auch, dass ich dann für euch im Parlament sitze und genau, bin immer erreichbar über alle Social-Media-Kanäle, auch nach der Wahl.